primär für die Läufer ganz, ganz wichtigen Bereich, den wir direkt auch wieder mit unserem Holzball abrollen können. Und zwar hier der, sag mal, untere Wadenmuskel, der Soleus, ja, der auch dementsprechend die Achillessehne hier einbindet, läuft quasi in ihm lang sozusagen. Das bedeutet, wenn wir den Bereich, der natürlich beim Laufen mit einer nach dem Fuß, einer der ersten muskulären Bereiche ist, die beansprucht werden, wenn wir den hier entlasten, die Lockerung reinnehmen, dann nehmen wir sofort Zug und Druck aus der Achillessehne, ja, weil die beiden quasi direkt zusammenarbeiten. Das kann man mit einer Black Roll machen, das zeige ich euch nachher, um gleich die Achillessehne noch mit abzurollen, beziehungsweise wenn man richtig direkt in den Bereich reingehen will, hauptsächlich mit der Kugel. Das heißt, ihr legt euch die Kugel sozusagen hier neben die Achillessehne in den Bereich, um hier bis hier hoch abrollen zu können. Hier so drauf, nehmen die Löchel und dann wirklich so die, ich sag mal, 5 bis 10 cm nach oben und unten fahren. Meist ist die Innenseite am stärksten betroffen. Ja. Kann auch sein, dass bei manchen die Außenseite wehtut, dann wiederholt ihr das quasi auf der Rückseite. Kein Problem, aber bei den meisten Läufern, ihr könnt das gerne testen, selber merken, ist die Innenseite der am stärksten belastete Bereich. Hier wieder wirklich 2 Minuten gleichmäßig mit ausreichend Druck in den Bereich reinarbeiten, um Kollagen und Hyaluronsäureproduktion in dem Gewebe anzuregen. Empfehlenswert nach jedem Lauf, beziehungsweise präventiv, gerade bei Leuten, die laufen oder den Fußbereich beanspruchen, präventiv täglich die 2 Minuten absolvieren. Ihr werdet sehen, es wirkt unter, entlastet die Achillessehne, birgt quasi Achillessehnenentzündungen vor. Und wenn die Achillessehne ordentlich arbeiten kann, entlastet wird, wirkt sich das dementsprechend natürlich genauso auf den Fuß, sprich Fersensporn bzw. das gesamte Fußgewölbe aus. Und ihr könnt lange verletzungsfrei trainieren. Sportfrei. Bis dann.